Erst einmal die schönsten, liebsten und besten Neujahrswünsche an euch alle. Ich hoffe, ihr habt das Jahr gut hineingefunden. Dann als zweites möchte ich euch danken, euch alle, egal wo ihr seid, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, für eure vielen schönen, lieben Geburtstagsgrüße zu meinem 54. Geburtstag. Danke. Und jetzt möchte ich euch einladen in das Jahr 2013. Das Jahr der Verwirklichung. Jeder, der möchte, der sich verwirklichen möchte, hat jetzt genau das passende Zeitfenster gefunden. Wie wir alle wissen, haben wir seit 2012 am 21. Dezember die Jahreswende. Der Maya-Kalender geht zu Ende. Viele haben gedacht, die Welt geht unter, aber Pustekuchen, sie geht nicht unter. Es war nur ein neuer Abschnitt. Und viele von euch werden auch wohl merken, wenn sie in sich fühlen, was in ihnen tobt. Es sind Energien, die unaufhörlich sind, die immer ihren Weg suchen zur Vollendung. Manchmal kommen wir mit diesen Energien gar nicht klar, weil wir gar nicht wissen, was soll das? Sind das Energien, die mein Leben verändern? Sind es eventuell Energien von Krankheiten? Werde ich eventuell krank? Kriege ich eine Grippe? Oder habe ich irgendwie Mobbing? Habe ich irgendwie Burnout? Oder irgendwie eine andere Störung? Das sind so, was wir immer wieder suchen, was wir in diesen Energien so finden, zu meinen. Aber es geht darum, dass wir das Bild jetzt mal gerade hier in der Kamera halten. Komm mal bitte her, zurück. Da haben wir es wieder. Okay, das ist mein Kameramann, der ein bisschen Sparenzchen macht. Gut, aber wir zurück zu unseren Energien, die wir haben. Das sind genau die Energien, die uns vorantreiben, die uns unseren Weg führen zu uns selbst. Wie ihr wisst, was steht an? Ängste. Lass uns mal gucken, so in der Vergangenheit, was in der politischen Phase. Was haben wir gerade? Es stehen die Wahlen an. Jede Partei wählt und spricht das Beste vom Himmel für sich. Und ich will mal so sagen, es ist eigentlich alles so egal, wer ihr wählt so immer, der sich am besten profilieren kann. Also nehmt nicht so viel Zeit fürs Wählen, sondern wählt euch selber. Dann habt ihr die richtige Wahl getroffen. Kommt auf euch zurück und versucht euch zu verwirklichen. Wie ich immer sage, wer bist du? Wer steckt in dir? Was für ein Wesenskern ist das? Hast du deinen Wesenskern schon mal gefunden? Oder eventuell annähernd gefunden? Weißt du wirklich, was du hier zu suchen hast auf der Erde? Weißt du, was du hier willst? Fühlst du dich hier wohl? Fühlst du dich hier verstanden? Das ist eine ganz große zentrale Frage. Fühlt ihr euch hier auf der Erde verstanden? Funktioniert ihr? Funktioniert ihr gut? Sollt ihr funktionieren? Ich sage mal so klipp und klar, nein, ihr sollt nicht funktionieren. Ihr sollt so sein, wie ihr sein wollt. Euer Wesenskern. Ich möchte euch einladen, euren Blick auf die Welt zu richten und dabei zu erkennen, dass die Welt, die ihr außen seht, in euch spielt. Dass ihr sagen könnt, hallo, was draußen läuft, läuft in mir. Wir haben alle hier eine Welt, wo wir viel sagen, es ist Chaos. Es ist alles Sodom und Gomorra. Wenn wir gucken, die Kirche trägt da auch ihren Beitrag zu, verschließt sich dem, was sie eigentlich machen sollte, geht auf Schadensbegrenzung, Imagepflege. Da bin ich ein bisschen gegen. Wir alle haben ein Image, aber wir alle sollten unser eigenes Image mal begucken und sagen, müssen wir dieses Image aufrechterhalten oder können wir ein neues gehen? Oder sollten wir das wahre Image gehen? Darum lade ich euch ein, auf euch selbst zu blicken. Das, was draußen passiert, was ihr für gut oder für böse, für schlecht oder nicht richtig entscheidet, das geschieht in euch. Nun möchte ich wahrscheinlich sagen, du, was du da wieder erzählst, das ist doch große Kacke, das kann doch gar nicht. Afghanistan, Somalia, alle diese Kriegsschauplätze. Mal ganz kurz eben mal zu erzählen, wisst ihr, wie viele Kriegsschauplätze es gibt, wie viele Kriege es auf der Welt gibt? Ich weiß nicht, vor einigen Jahren, also nicht lange zurück, vor zwei, drei, gab es Statistik, es sind auf der Welt herrschen 156 Kriege. Eine gute Zahl, ne? 156 Kriege.
Ihr wisst, die mich länger kennen, was ich sagen würde, der größte Krieg herrscht in uns. Aber da will ich nicht darauf hinaus, ich will hinaus auf die Reflexion unseres Seins. Das, was die Welt draußen ist, das wir sie jetzt erschaffen haben. Wir können diese Welt begegnen mit unserem eigenen Ich, mit unserem eigenen wahren Selbst. Ich bin dazu zuständig oder ich bin zuständig für mein Leben, um das abzuschalten. Jeder, der seinen Krieg braucht, kann ihn bekommen. Jeder, der seinen Krieg behalten will, darf ihn behalten. Aber wir wissen alles, dass Frieden nur durch Liebe entsteht. Und das ist die Liebe zu uns selber. Wenn wir die Liebe in uns selber suchen, werden wir Frieden stiften. Und das ist wieder ein schöner Beitrag für 2013. Genauso wie in vielen meiner Reiki-Kurse, wo ich über Liebe erzähle, wo ich über Energie erzähle, für die Spur, die wir immer offen halten sollen, für das, was bei uns ist, was herrscht, was wir zwar in dem Verstand nicht begreifen können, aber was funktioniert, sollten wir ausbauen. Denn auf meinen Familienstellen-Seminare, mein Kameramann stimmt gerade wieder, kannst du mal was anders machen, geht das mal eben? Ja, siehst du, geht auch. Nun habe ich gerade den Faden verloren, aber den Faden kann man nicht verlieren. Okay, das, was ich auf meinen Tagesseminaren oder für da erarbeiten, die Lösung, die Liebe, das Verständnis zu unseren Mitmenschen, sollte uns ein Leben lang begleiten. Dass wir unsere Ängste ablegen, unsere Sorgen ablegen. Wir brauchen keine Sorgen zu haben. Sorgen ist wieder wie ein Schaukelpferd. Wir setzen uns morgen drauf, gehen abends wieder runter und kommen keinen Meter weiter. Wir sollten doch die Harmonie suchen, den Frieden in uns. Ich lade euch ein auf ein spannendes 2013, bei mir zum Beispiel, auf meinen Tagesseminaren, auf meinen Reiki-Seminaren, in meinen Einzelbesprechungen, meinen Einzelsitzungen, auf meinen Vorträgen und auch manchmal am Telefon. Ich würde sagen, wenn wir uns sehen wollen, sehen wir uns. Meine gewohnte Adresse ist wie immer www.-und, also und, minus, u, minus Familienstellen, nee, Lebensberatung, Entschuldigung, lebensberatung.de. Meine Telefonnummer ist 049-61-76-8354. Okay, sollte ich mich hier so ein paar Mal versprochen haben, was also nicht so aussieht wie professionell, dann ist es auch nicht schlimm. Wir wollen hier keine Bühnenshow machen. Ich möchte nämlich was zeigen, euch was aufzeigen, dass ihr im Leben weiterkommt. Und wir sind alles ganz normale, stinknormale Menschen. Und dieses, was hier gerade war oder ist, es darf so sein. So, ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und ich bleibe euer Robert Gerhard. Tschüss.